Und einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer und die auch meine Videos immer schauen. Danke an euch und danke auch an die ganzen Abonnenten. Und ich habe einen Special-Bus für euch vor Verfügung gestellt. Und ich kann schon mal vorab sagen, es ist ein Citaro. Aber was für ein Citaro, das seht ihr jetzt. Nach dem Intro. You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all, cause now we know that we can take it. We face it. So, das war's mit dem Intro. Und hier links steht er dann jetzt gleich. Oh, ihr seht ihn schon zur Hälfte. Genau. Nämlich hier ist er, der Citaro O530 von der von KUU. Genau. Dashboard ist komplett selber gemacht. Eigentlich der komplette Bus ist zur Hälfte selber gemacht. Und ja. Ne? Wir schmeißen mal die Elektrik an, würde ich sagen. Und ja, ich lasse auch gleich euch nochmal den Sound genießen. Ja, und dann mache ich dann aber mal hier den Verkehr mal auf 0 Sound. Ist ihr euch das nicht nervt? So. Ja. Ist das euch nicht nervt, der Verkehr? Und genau. Oh, doch ein bisschen Verkehrssound kann man ja vielleicht anmachen. So, vielleicht, dann ist es ja nicht so ganz so laut. Und wir setzen uns mal hinter. Wir hören nämlich jetzt schön den Motor. Genau, und zu der eigenen Sache, es ist mit Soundmod gearbeitet worden, also mit Morphe und noch vier anderen Projekten zusammen, ja. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, den Bus für euch zu präsentieren. Und ich würde mal sagen, ich halte jetzt mal kurz meine Klappe und ihr könnt den Sound genießen. Fahren ist natürlich heute wieder nicht gelernt.
Genau, und was jetzt generell neu ist, klar ist das Dashboard komplett neu. Und ja. Genau, und das sind solche Kleinigkeiten, zum Beispiel der Fahrplanhalterer ist neu, das Kassengerät ist neu. Und ja, irgendwelche Soundmods sind noch neu, die aber noch, ja, die noch nicht so richtig verfügbar sind. Genau, und die Blinker Sounds sind neu. Und ja, genau. Genau, ZF-Getriebe ist auch eingebaut worden. Und ja, Ansagen hat er jetzt, glaube ich, aktuell nicht. Aber das bekommt er noch. Also, dass man Sonderansagen dann hört. Na, er hat ja die Funktion hier drinne. Genau. Rote schildern kann man ganz easy. Nur dass er halt keine Haltestellen ansagt. Ja? Die Matrix aus, ja. Genau, der hat eigentlich auch ziemlich starke Bremsen, ja. Ja, gut, das ist jetzt hier der Verkehr. Kann ich nichts machen. Ja, aber. Gut. Aber ich glaube, wir biegen jetzt immer nach rechts ab. Wir folgen jetzt einfach mal die Straßenbahnschienen. Wenn da wahrscheinlich kein Bus lang fährt, aber das ist jetzt mir egal. Ja. Wir fahren jetzt einfach bis zur nächsten Wendemöglichkeit. Also wenn ihr den Berg hochkommen wollt, müsst ihr schon ordentlich ins Gaspedal reindrücken. Ja, und genau, dann hört ihr auch mal ein paar Shepherd Sounds und ja. Genau. Ja, die Kurve habe ich jetzt nicht gesehen. Aber wir halten jetzt hier einfach mal und würde sagen, wir beenden auch das Video jetzt hier. Absenken kann er sich auch, ist ja ganz klar, das funktioniert. Ja. Und ja.
wenn euch der Bus gefällt mit den neuen Sachen und so, die ich reingemacht habe. Ja, lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da und mich würde es doch gerne freuen, wie eure Meinung ist zu dem Bus. Ja, und ja, wir stellen den Spawnen jetzt noch zum letzten Mal ins Betriebshof. Und ja, oder da, wo ich gestartet bin, genau. Und ich würde sagen, mit dem Bus verabschiede ich mich dann auch wieder. Und dann sage ich auch wieder ciao, ciao. You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all, 'cause now we know that we can take it.